Wie geht man am besten mit Hetze im Netz um? Wie navigieren wir im exponentiellen Zeitalter? Auf diese und andere Fragen suchen Experten beim 10. Europäischen Mediengipfel in Lech konstruktive Antworten. Facebook hat im letzten Quartal 2,3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Also ich glaube, die könnten sich schon leisten, da ein bisschen mehr Moderation einzusetzen. Also ich habe mehrere Strategien. Es kommt immer darauf an, wie stark diese Hetze ist. Wenn es sozusagen einfach unangenehme Beleidigungen sind, ignoriere ich sie. Wenn es aber Bedrohungen sind, dann schaue ich mir schon ganz genau an, erfüllt das ein Strafmaß, dass ich anzeigen könnte? Oder ist es einfach nur unangenehm? Das ist ein derartig großes gesellschaftliches Phänomen geworden, dass, glaube ich, tatsächlich wir auch in der Justiz und im Recht damit umgehen müssen und das nicht behandeln können, also wie reitende Boten, ja, oder wie Leserbriefe im Pongauer Boten irgendwie vor 40 Jahren. Mit seinem Blick in die digitale Zukunft umreißt der CEO der Telekom Austria, Alejandro Plata, das Konzept einer neuen digitalen Ökonomie. Auch Finanzminister Hans-Jörg Schelling folgt der Einladung zum Jubiläumsgipfel und äußert sich zu den Entwicklungen in Europa. Die Demokratie in Europa ist extrem stabil. Wir hatten immer wieder Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Das ist das Wesen eines Pendels scheinbar, dass es nie in der Mitte stehen bleibt. Das geht immer ein bisschen in die Richtung. Wir haben Ausschläge in beide Richtungen. Griechenland, Portugal geht in die linke Richtung, andere Länder etwas mehr in die rechte Richtung. Aber die Demokratie ist dadurch in keiner Weise gefährdet. Am Abend wechseln die Teilnehmer dann auf die Tiroler Seite des Arlbergs. Im Arlberg 1800 in St. Christoph treffen die beiden Landeshauptleute von Tirol und Vorarlberg aufeinander und heben die Bedeutung der Regionen für ein gemeinsames Europa hervor. Brüssel empfindet man, glaube ich, weit weg. Man empfindet es auch irgendwie als bürokratisch, stimmt zwar nicht immer, aber in vielen Beispielen natürlich schon. Aber das ist weit weg für die Leute. Und die Gemeinde, das Land, die Region ist nahe. Und dort muss man den Leuten sagen, wir brauchen Europa als Gesamtrahmen schon für unsere Entwicklung hier. Wir sind keine Insel der Seligen. Man muss zusammenarbeiten. Die Regionen sind näher bei den Menschen. Man hat die Möglichkeit zu argumentieren. Man hat die Möglichkeit, auch den Leuten zu sagen, dass die Friedenspolitik essentiell ist. Das hat Europa erreicht. Dass die Sicherheitspolitik und aber auch die Beschäftigungslage, Arbeitsplatz mit Europa leichter ist, als wenn man einsam die Staaten unterwegs sind. Stellt der Populismus eine Gefahr für Europa dar? Die Meinungen am Podium sind kontrovers. Der international renommierte Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller meint, entscheidend sei die Art, wie man dem Populismus begegne. Es ist, denke ich, inzwischen schon vielen Leuten klar geworden, dass ein völliger Ausschluss von Populisten wahrscheinlich immer nach hinten losgeht. Denn indem man sagt, wir reden erst gar nicht mit denen oder wir setzen uns mit denen nicht aufs Podium oder die werden nicht in die Talkshow eingeladen, bestätigt man natürlich automatisch die Erzählung, welche die Populisten selber ihren Anhängern vorgeben. Die Eliten hören nie zu, es gibt diese ganzen Tabuthemen, über die keiner reden darf. Das sollte man nicht tun. Nur, mit Populisten reden heißt nicht, wie Populisten reden. Ein gelungener Gipfeltag geht zu Ende. Beim Ausklang wird deutlich, das Thema Populismus und die Zukunft Europas bietet mehr Gesprächsstoff, als in den 3 Tagen des Europäischen Mediengipfels zu bewältigen ist.